trip. I'm so excited. But let's keep it together, at least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time, and nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl. Huhu, hier wieder beim Quali und Blood Bowl 2. Wir sind mit unserer Blood Bowl 2 Chaos Squad aus dem Nerdpol unterwegs gegen die Blue Decimators und starten unsere allererste Blood Bowl 2 Partie. Ich habe den Kommentator mal ein bisschen lauter gemacht. Ich habe festgestellt, dass der doch ein bisschen leise ist. Und die Sprüche muss man zumindest am Anfang auch noch mal ein bisschen mitnehmen, finde ich. Das ist eines der coolsten Sachen an dem ganzen Spiel. Unsere Blue Decimators werden von unserer Netbook-Escort hoffentlich nach Hause geschickt. Wir hoffen, dass wir keine Casualties bekommen, weil wir haben noch keinen Apotheker. Und das erste Problem zeigt sich wahrscheinlich jetzt schon, wenn wir hier auf Partie starten gehen. This is going to be interesting. Dein Team hat einen, hat einen niedrigen Wert und kann daher in dieser Phase über eine Portokasse von 10.000 Goldmünzen verfügen. Ja, für 10.000 kriegen wir jetzt hier nichts wirklich was. Wie ihr seht. Das ist in dem Blood Bowl 1 Spiel ein bisschen einfacher gewesen. Also für 10.000 kriegen wir nichts. Heißt aber auch, dass das gegnerische Team jetzt nicht so sonderlich viel stärker ist als wir. Zumindest vom Rating her. Man kann jetzt hier nicht mehr wie im ersten Teil Leute trainieren oder so. Oder sich Tränke kaufen könnte. Kann man das hier? Sieht nicht danach aus, dass man Tränke kaufen könnte oder sowas. Ja, aber trainieren können wir nicht. Das heißt, wir müssen damit leben, dass wir nur Geschicklichkeits-3 Leute haben. Könnte ein Problem werden. Allerdings ging das im ersten Teil auch nur in der Blitz-Variante. Der zweite Teil hier von Blood Bowl, der orientiert sich wohl eher an einem klassischen Board-Game. Falls ihr Blood Bowl überhaupt noch nicht kennt, ich versuche ein bisschen was zu erklären zu dem Spiel. Während wir zocken. Das Match fängt in 7 Sekunden an und wow, es wird spannend. Werden unsere Nerdpolar gegen die Orks. Well, the blocking dice are warmed up and ready to be rolled. Let's get this show on the pitch. Yeah. Welcome back, Blood Bowl fans. Stelle dein Team Orks auf. Hard, brutal opponents who can also handle the ball. You gotta be smarter or stronger. That's the way to beat the Greenskins. So, wen stellen wir dann hier an den vorne hin? Der Beru wollte doch immer nach vorne. Wo ist denn der Beru? Buckfish? Cartman? Beru. Hier, Beru ab nach vorne gegen den Troll. Jetzt seht ihr schon die erste Neuerung. Abgesehen von der Grafik, ihr könnt jetzt die Spieler hier vor dem Kickoff nicht einfach so hin und her transportieren wie im ersten Teil, sondern die laufen wirklich auf dem Spielfeld. Das finde ich extrem scheiße, ehrlich gesagt. Man sieht toll aus, so halbwegs, aber so richtig macht das keinen Sinn, weil dadurch Zeit verloren geht einfach. Die Animation kann man auch nicht abschalten. Für die Leute, die Blood Bowl nicht kennen, wir müssen mindestens 3 Leute vorne an die Linie stellen, und zwar hier zwischen die beiden Linien. Das ist Zwang. Der Rest kann irgendwo auf dem Spielfeld stehen, also natürlich in unserer Hälfte. Hier in den äußeren Bereichen dürfen höchstens 2 aufgebaut werden. Und wir kicken jetzt gleich den Ball nach hier. Und der Gegner fängt an in einem, das ist halt I-Go-You-Go-Prinzip. Um die Spieler herum gibt es Tackle-Zonen. Wenn man aus den Tackle-Zonen raus will, kriegt man Abzüge auf so einen Test, den man dann machen muss. Wenn man raus will, muss man überhaupt den Test machen. Wenn man in eine Tackle-Zone rein will oder in einer Tackle-Zone überhaupt irgendwas außer den Gegner hauen macht, dann kriegt man Abzüge, je nachdem, wie viel Tackle-Zonen man drin steht. Der zum Beispiel steht jetzt in 3 Tackle-Zonen drin. Das heißt, für ihn wäre es extrem kompliziert, jetzt irgendwie einen Ball zu fangen oder aufzuheben oder sowas. Und den Rest zeige ich euch dann nachher. So.
Einstellungen, wir können die Aufstellung mal speichern. So, hier als defensiv Aufstellung. Achso, wir können nicht mal einen Namen geben. Okay, das ist schlecht. Aufstellung, defensiv Aufstellung 1. Okay. So, jetzt stellt sich der Gegner auch noch auf. So, und jetzt, das ist eine coole Neuerung. Im alten Teil konnte man, wenn man jetzt gekickt hat, nicht unbedingt sehen, wohin der Ball abspringen wird. Das haben sie jetzt hier, der wird halt zufällig nochmal weiter platziert. Und so kann man das so halbwegs sehen, wohin er denn springen würde. So, wir stellen das mal hier. Und Kick. Das haben sie auch cool gemacht. Yes. You know, I'm addicted to that HBO series, Game of Gnomes. You never know which little bearded grunt is going to die next. Then there's Dr. Floo, a time traveler with Nurgle's rot, travels through history, infecting everybody. It's really rather good. But some of the plots are a little overblown. That's it! Get in their face! Not what you'd expect. But then... Ja, jetzt habt ihr eben auch schon die nächste Neuerung gesehen. Wenn man jetzt einen Reroll benutzt, wird quasi die Zeit ein bisschen zurückgespult. Eine coole Animation eigentlich. Und ja, unser Gegner hat also schon den ersten Reroll von seinen Zweien eingesetzt. Wenn man den Ball kickt, passiert halt immer irgendwas Besonderes. Das wird zufällig ausgewürfelt. Hier unten stand es auch irgendwie. Leider kann man sich nicht mehr die Historie anzeigen lassen, sondern immer nur die aktuelle Sache, die hier gerade passiert. Ist ein bisschen blöd gemacht. Fand ich also im ersten Teil auch besser. Allerdings, sonst grafisch ist es ganz cool. Ich habe jetzt auch mal die ganzen Animationen alle angelassen. Man kann die auch teilweise ausstellen. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen. Ups, doch nicht? Can be so overrated. There's always room in sport. Habe ich die nicht ausgeschaltet? Moment. Einstellung. Ah doch, okay. Ich habe die hier alle Zwischensequenzen. Ihr seht hier, man kann hier alle Touchdowns oder nichts angeben. Ich mache jetzt mal alle, damit ihr die Animation nochmal mitkriegt. Beru ist direkt mal gelähmt. Super Beru. So, hier seht ihr immer, wer gegen wen kämpft. Das heißt halt im letzten Spiel auch besser gewesen. Da konnte man halt immer sehen, ob wer blocken hat und wer nicht. Sonst hat man hier halt jetzt unten in den Karten so Anzeigen drin. So, jetzt habt ihr eben so diese Blockwürfel gesehen. Die sind W6er. Quasi die 1 ist, dass man selber beim Blocken zu Boden gerissen wird. Die 2 ist, dass beide zu Boden gerissen werden. Es sei denn, man hat selber blocken oder der Gegner blocken. 3 und 4 sind einfach, wir schubsen den Gegner nach hinten und haben dann die Wahl nachzurücken oder nicht. Oder 5, man schiebt den Gegner nach hinten und reißt ihn zu Boden gleichzeitig, außer er hat Ausweichen, dann ignoriert er das. Und die Nummer 6 ist einfach zurück und zu Boden reißen, auf jeden Fall. So, wir stehen erstmal hier wieder auf mit dem Koani. Das ist, der Beru kann leider nicht nochmal aufstehen. So, dann wird der Umbreon mal gucken, ob er als Tiermensch besser blocken kann als Chaoskrieger und wird hier den Rotruck einmal... Hier seht ihr die Würfel. Totenköpfe sind schlecht und diese Sterne oder Hit-Symbols sind ganz gut. Also. So, hier sehen wir, er hat Blocken. Das heißt, das hier wäre jetzt schlecht zu wählen, weil er dadurch einen Vorteil hat. Das heißt, wir wählen hier den Schieben zurück und reißen den Gegner zu Boden. Einmal, und wir folgen ihm natürlich auch noch. Und jetzt die Animation. Bam! Nice. Auf Dauer können die Animationen natürlich ein bisschen nerven. Aber gut. So, auf hier gibt es den nächsten Block. Achtung, auch der hat Blocken. Und wir werden mit Backfisch hier einmal gewalttätig und schieben ihn nach hinten und folgen auch. Bam. Und der ist sogar K.O. Sehr schön. Ihr seht hier unten, man muss halt, wenn man den Gegner zu Boden hört, einen Rüstungswurf machen. Man muss halt über seine Rüstung würfeln. Und danach einen Verletzungswurf machen, da gibt es eine Tabelle, auf der man würfelt und wir haben jetzt gewürfelt, dass er K.O. ist. Das heißt, er ist hier in seiner K.O.-Box mit diesem Zeichen oben drüber und der kann erst
Zufällig wird auch ausgewürfelt, nachdem ein Touchdown erzielt wurde oder nach der Halbzeit wiederkommen. Kann aber auch sein, dass er liegen bleibt. Also ist noch eins der besseren Verletzungsergebnisse. Wenn man den Gegner verletzt, also richtig verletzt, dann kriegt man sogar Punkte dafür. So, wir machen hier mal einen Block. Bäm. Schieben den Gegner auch nach hinten. Und folgen ihm. So, und dann werden wir nach vorne hier zum Ballcarrier laufen. Ihr seht jetzt hier, ihr könnt noch weil, also man hat einen Blitz pro Runde nur. Das war jetzt ein Blitz, das heißt, man kann laufen und blocken. Das geht nur ein einziges Mal pro Runde. Und man kann dann auch nach dem Block noch laufen. Normalerweise kann man halt beim Block nichts anderes außer Blocken nochmal machen. Hier diese Würfelsymbole zeigen mir an, dass ich ein Go-For-It damit machen könnte. Das heißt, ich könnte den Ansporn noch ein Feld weiter, als er sich eigentlich bewegen könnte. Er kann sich 6 Felder weit bewegen, laufen. Gut, aber das funktioniert jetzt hier. Ich möchte, das ist halt risky, weil man wenn man dann eine 1 würfelt, dann fällt man nochmal hin. Und das möchte ich hier nicht riskieren. So, wir versuchen mal einen zweiten Tiermenschen zum Ballträger zu bekommen. Dafür brauchen wir ein Go-For-It. Aber gut. Genau, das passiert dann. Wir haben aber Gott sei Dank noch 4 Wiederholungswürfe. Davon setzen wir gleich mal einen ein. Und Doppel-1. Und das ist es, warum ich das Spiel manchmal hasse. Plastiklöffel ist gelähmt. Ja, wenn man zu Boden geht bei so einem Go-For-It, macht man natürlich auch direkt einen Rüstungswurf und Verletzungswurf. Und ja, die Verletzung war jetzt die beste, die man eigentlich haben kann. Das heißt, man bleibt auf dem Spielfeld und ist halt diese Runde nicht mehr für irgendwas fähig und nächste Runde auch nicht. Das sieht jetzt natürlich nicht so cool aus. Der wird wahrscheinlich weggetackelt hier. Ist ein bisschen schwer gerade, das alles zu erklären und in der Zeit das Ganze hinzukriegen hier. Der Engel wird jetzt nach hinten. Der Gegner benutzt seinen Reroll. Oh, das ist sehr gut, der Engel wurde nicht zu Boden geschickt, aber er hat noch eine Möglichkeit, ihn hier vom Ballcarrier wegzuholen, was er auch schafft. Okay, schade. Und K.O. Das ist nicht gut. Überspringen. Gut, er ein K.O., ich ein K.O. Ist in Ordnung eigentlich, aber wir haben noch jemanden, der am Boden ist und diese Runde nichts machen kann, das ist schlecht. Na, unsere Chaoskrieger werden zurückgeschubst. Nein, die werden sogar zum Boden gerissen. Okay. Frank ist gelähmt. Oh Gott. So. Und der Troll. Das ist ein Big Guy, ein sogenannter Big Guy. Der muss am Anfang des Zuges, bevor er überhaupt irgendwas macht, erstmal gucken, ob er nicht saublöd ist. Wenn jemand in seiner Tackle-Zone steht, schafft er das auf die 2 und wenn nicht, auf die 4. So, wir versuchen jetzt mal ein paar Tiermenschen hier rüber zu bekommen. Der Mischka, hier haben wir mal einen anderen Let's Play, der Killer vor dem Herrn. Alle mal hier rüber. Dann stehen wir hier wieder auf. Und auch du stehst bitte wieder auf. So. An den Ballträger kommen wir jetzt nicht wirklich dran, um ihn sofort zu blocken. Weil er muss aus einer Tackle-Zone raus, nämlich aus seiner. Und um zum Ballcarrier reinzulaufen, in 2 Tackle-Zonen rein. Entweder nach da oder nach da. Und das ist ein Abzug von -2, das steht ja auch in dem Feld drin. Und er schafft diesen das Ausweichen sowieso nur auf eine 3, das heißt auf so eine 5 plus würde er überhaupt das Ausweichen schaffen. Und danach hat er einen Negativblock, weil ja, der hätte er noch gar nicht, weil wir haben Hörner, das heißt beim Blitz kriegen wir einen Stärkepunkt mehr, aber er unterstützt ihn beim Blocken. Das heißt, wenn die unterstützen sich gegenseitig, wenn sie in keiner anderen Tackle-Zone drin stehen. Das heißt, es ist nicht so toll.
Ich versuche mal den kleinen Gobbo hier ein bisschen wegzukriegen und werde mit dem hier blitzen. Der steht nämlich in keiner Tackle-Zone. Und haue mal den Gobbo. Okay, wir schieben den Gobbo weg. Nach da. Und folgen ihm und stehen damit neben dem Ballcarrier. Das ist ganz gut. So, jetzt fangen die Risky-Manöver an. Ich werde jetzt schon dazu gezwungen hier, auf die 3+ weicht Dekoriminus. Weicht Dekoriminus aus auf 3+. Aber wir haben noch Rerolls. Und dann laufe ich mit ihm hier hin mit einem Go for it. Aber ich könnte auch dahin laufen, aber dann unterstützt der nicht. Ich laufe besser hier hin. Okay. Also, wir brauchen einen 3+ und einen 2+ Würfel. Okay, schaffen wir das? Wir werden es erleben. Natürlich erstmal nicht. Wiederholungswurf. 67% Chance. Diesmal hat das geschafft. So, okay. Und jetzt der Go for it. Den haben wir geschafft diesmal. So, und dann hauen wir hier den Blitzer. Sehr schön. Wenn ihn einmal an die Seitenlinie tackeln und bleiben aber da, wo wir sind. So. Die Leute, die zu Boden sind, brauchen einen Blitz, um zu blocken direkt. Natürlich. Und so, und wenn der Ballcarrier jetzt hier durch will, müssen wir erstmal durch die ganzen Tackle-Zonen durch oder uns halt irgendwie wegtackeln. So, den nächsten 3-Plus-Wurf machen wir mit dem Umbreon hier. Wir wollen hier raus. Leider diesmal keinen Reroll mehr, man kann nämlich nur pro Runde nur einen Reroll einsetzen. Und laufen dann hierhin, hierhin. Aber Umbreon hat das geschafft, agil wie er ist. So kennen wir ihn, den Umbreon. Und wir beenden unseren Zug. So, jetzt habt ihr eben gesehen, hier unser Tiermensch dreht sich auf den Rücken. Das heißt, in der nächsten Runde darf er wieder aufstehen. Wenn man aufsteht, bekommt man halt Abzüge auf seine Bewegung auch noch. Man muss ja erstmal ein bisschen aufstehen halt, ne? So, jetzt wird hier geblockt. Geblitzt. Jetzt habt ihr gesehen, der Wuchsch hat Blocken. Und Koali leider nicht. Das heißt, er konnte bei dem Ergebnis, das er gewürfelt hat, auch den Totenschädel nehmen. Also den Zweier-Ergebniswurf auf einem D6 quasi. Ja, die Schwarz-Orks verprügeln hier unsere Chaos-Krieger. So, wie kriegt man jetzt zwei oder einen Würfel? Obero ist auch K.O. Das ist nicht gut. Das sieht echt nicht gut aus für uns. Man vergleicht, wenn man blockt, seine Stärke mit der des Gegners. Wenn wir gleich stark sind, dann gibt man einen Würfel. Wenn man stärker ist, zwei. Und wenn man sogar um drei stärker ist, dann sogar drei Würfel. Und wie gesagt, Benachbarte, die nicht in Tackle-Zonen stehen, unterstützen. So, hier stehen wir erstmal wieder auf. Und auch hier stehen wir wieder auf. Das sollte man immer am Anfang machen, das Aufstehen, weil sonst bleiben sie halt liegen, wenn wir irgendwie... na, steh auf. So, und der Plastiklöffel wird auch noch hier wieder rein. Kann natürlich jetzt ohne Probleme gehauen werden, aber sie müssen sich erstmal mit ihr beschäftigen hier. Weil so richtig rausdodgen können, diese Schwarz-Orks mit Agility 2, Geschicklichkeit 2 haben die hier. Da haben sie. Das heißt, sie auf generell nur auf die 4+ irgendwie hin, irgendwo ausweichen. Ne? Das ist schon mal eine schlechte Sache. So, wir werden den Gobbo hauen. Weil der nervt. Ne? Der Gobbo hat auch nur Stärke 2. So, leider hat der Gobbo ausweichen. Das heißt, mit diesem Ergebnis werden wir ihn nicht zu Boden schicken können. Allerdings können wir ihm folgen und dann neben dem Ballcarrier stehen. So, dann wird der Umbreon hier einen Blitz ansagen. Aber ist, nein, wir erstmal hier mit dem Frank erstmal wieder aufstehen. So.
So, jetzt der Blitz gegen Rusch. Bam. Und weil wir durch die Hörner plus 1 Stärke kriegen, wenn wir blitzen, haben wir hier einen Zweierblock. Und den schieben wir zurück und reißen ihn zu Boden. Hoffentlich wird er verletzt. Wir folgen ihm natürlich auch. Sehr schön. So, jetzt haben wir drei Leute, die am Ballträger stehen. Das ist jetzt natürlich schon mal ziemlich gut. So, den hier können wir mit einem Einserblock. Das ist nicht so toll. Ich möchte nicht, dass der sich hier jetzt ohne Probleme bewegen kann. Deswegen ziehe ich mal den Cartman neben ihn. Das heißt, der muss sich erstmal mit dem beschäftigen oder halt ausweichen. Geblitzt haben wir leider schon in dieser Runde. Wir könnten jetzt... Ich glaube, ich halte den Mischka noch mal ein bisschen hier hinten, falls dann doch einer durchbricht. Können wir mit dem noch was machen. Und jetzt machen wir noch ein Risky-Manöver am Ende. Der Kokoriminus haut den Blitzer hier mit einem Einser. Und wir brauchen einen Wiederholungswurf. Ja, das sieht schon besser aus. Dahin, wir bleiben aber stehen, wo wir sind. Warum bleiben wir stehen? Wenn ich hier nämlich stehe, könnte man läuft der Gefahr, aus dem Spielfeld rausgedroschen zu werden. Und das ist nie gut, weil dann die Zuschauer einen vermöbeln. So, Zug beenden. So viel zu der Erklärung von diesem ganzen Spiel, ne? Ich hoffe, das hilft so ein paar Leuten beim Zugucken. Das Ganze basiert übrigens, davor habe ich auch noch nicht gedacht, aber ich auf einem Brettspiel von Games Workshop. Sehr, sehr cool. So, der erste ist schon vermöbelt worden, der neben dem Ballträger steht. Hier hinten, sehr gut. Ich musste Plastiklöffel dahin stellen. Der ist leider auch K.O. Meine Güte, die Orks wüten in unseren Reihen. Ich hoffe mal, dass die alle wieder aufstehen nach der Halbzeit oder nach dem Touchdown. Bam, auch unser Chaoskrieger wird geschlagen. Und der Cartman, ja, der Cartman holt den Blitzer zum Boden. Sehr schön. Das war ein risky Manöver. So, jetzt haben wir zwei Leute am Ballträger stehen. Das ist gut. Hier stehen wir erstmal wieder auf mit Backfisch. So. Und hier stehen wir wieder auf mit dem Samur. Aufstehen. So. Wir könnten jetzt natürlich einen Einserblock machen hier gegen ihn. Oder das ist sogar ein Minusblock, weil der Goblin ihn verstärkt und er steht halt in keiner Tackle-Zone außer dem von dem Blocker. Das heißt, er verstärkt ihn. Tja, ist nicht so gut. Das bedeutet nämlich, dass wir zwei Würfel schmeißen und der Gegner sich das Ergebnis aussuchen darf. Das wollen wir natürlich nicht. Stattdessen würde ich versuchen, den Goblin zu blocken. Der hat nämlich nur Stärke 2 und ich habe Stärke 3. Nee, Blitz muss ich eigentlich nicht machen. Na? Okay, so. Hallo. Manchmal ist ein bisschen... So, okay. Sehr schön, den Goblin schicken wir zu Boden. Nämlich nach da. Und bleiben jetzt hier stehen, weil wir dann mit den Ballträger noch in der Tackle-Zone haben. Sehr gut. Und Butzig ist verletzt. That's why I love this game. So, keine langfristigen Auswirkungen. Aber der ist jetzt für den Rest des Spiels weg. Und hier, Umbreon hat sich 2 Starspielerpunkte verdient. Man bekommt für das Verletzen eines Spielers 2 Starspielerpunkte, fürs Passen eines Balles, fürs erfolgreiche Passen eines Balles einen und 3 Stück für einen Touchdown. Und am Ende des Spiels wird zufällig ein Spieler bestimmt, der bekommt 5 Starspielerpunkte. So, jetzt versuchen wir mit Mischka hier den... Nee, das ist nicht gut. Na. Hier außen rum. So. Und dann mit einem Go for it den Blitz. Das ist risky. Aber wir versuchen das. Und? Jawohl. Wir brauchen den Wiederholungswurf. Ich glaube, hier nehme ich jetzt beide gehen zu Boden, weil dadurch verliert er den Ball.
So, das heißt, der Gegner wird jetzt erstmal versuchen müssen, hier mit unseren Tackle-Zonen klarzukommen und dann jemanden hier zum Ball zu bekommen, der ihn dann noch aufheben kann. Die Schwarz-Orks können das nicht so besonders gut. Na, der Troll läuft nach hier. Da wird der Cartman geblitzt und zu Boden geschickt. Autsch. Und ist auch K.O. Meine Güte, die Orks sind echt krass unterwegs hier. Wir haben kaum noch Spieler über. Allerdings haben wir auch ziemlich Druck auf den Ball. Das ist gut. Und eigentlich müssen wir ja nur verhindern, dass die Orks in dieser Halbzeit einen Touchdown erzielen. In der nächsten Halbzeit werden wir den Ball haben, auf jeden Fall am Anfang. Ja, jetzt sieht es auch schon mal nicht mehr so gut aus. Obwohl, wir haben hier noch Leute, die den Ball holen können. Wir haben leider keine Wiederholungswürfe mehr. So. Mischka, aufstehen. Du stehst nämlich neben dem Ball, das ist immer gut. Umbreon, aufstehen. So. Ja, hier der Frank hat es echt schwer gegen drei starke Gegner. So. Ich würde sagen, wir hauen mit dem Koali jetzt erstmal den Blitzer hier. Na? Sehr schön, wir schicken ihn damit auch zu Boden. So, jetzt können wir ihn schieben in diese drei Richtungen. Dadurch schieben wir die Leute, die da eigentlich stehen, weg. Das heißt, ich möchte bitte den wegschieben hier. Einen weiter nach hinten. Und ich möchte hier folgen. Weil ich dadurch die wieder in mehrere Tackle-Zonen verwickel. So, dadurch sind die beiden jetzt frei zu laufen. Backfisch. Backfisch wird gleich versuchen, den Ball aufzuheben, denke ich. Gucken wir mal, ob sie das genauso gut kann wie in unserem Blood Bowl 1. So, wir versuchen den Ball weiter zu schützen, indem wir mehr Tackle-Zonen auf den Ball bringen. Und komm, jetzt auf die 3 plus hebst du auf. 67% Chance, dass wir den Ball aufheben. Natürlich hat es nicht geklappt. Der Ball ist zufällig abgesprungen und der gute Mischka hat ihn sogar aufgehoben. Obwohl er in einer Tackle-Zone stand. Das war, der kriegt jetzt aber, glaube ich, aufs Maul. Obwohl, der Blitz geht hier gegen den Frank. Und der ist ganz gut unterwegs. So, der unterstützt nicht, weil der steht in der Tackle-Zone hier. Es wird ein Einser-Block, wenn er ihn denn haut hier bisher. Noch haben wir zuverlässig den Ball. Koali ist auch K.O. Hier steht auch, was K.O. macht. Der Spieler steht bis zum Ende der Partie nicht mehr zur Verfügung. Bei jedem Anstoß hat er die Chance, sich wieder zu erholen. So, und dann gibt es natürlich dann auch hier noch einen Block. Gott sei Dank nicht K.O. diesmal. Die Orks wüten ziemlich in unseren Reihen. Das ist nicht so schön. So, unser Problem ist jetzt, unser Ballträger steht in zwei Tackle-Zonen drin und wird nächste Runde wahrscheinlich gehauen ohne Ende. Das heißt, wir müssen ihn dann mal rausholen. Auf die 3 ausweichen müssen wir auf jeden Fall. Beide kriegen wir nicht weggehauen, glaube ich. Obwohl, wenn wir mit ihm hier blitzen, den wegschieben und wieder hier rüberlaufen, haben wir einen Zweierblock gegen den Schwarzork und können dann mit dem laufen. Das Problem ist, hier sind auch noch Orks, die uns abfangen können. Naja, wir stehen erstmal wieder auf hier mit dem Umbreon. So, und dann versuchen wir das doch mal. Hier, Backfisch, wenn du schon keine Bälle aufheben kannst, blitz doch mal diesen Ork jetzt beiseite hier. Ja, das reicht. Einfach nur wegschieben reicht völlig. Wir bleiben. So, und dann wieder hier neben den anderen. Und der gute Kuriminus haut den Schwarzock jetzt zu Boden. Ja, perfekt, sehr gut.
dahin und bleibt. Was für eine Uppercut. Sehr gut. So, und der Mischka. Guck mal eben, wie weit kommen die? Der kommt bis nach hinten. Mischka kann leider nicht so weit laufen, wie der Ork ihn einholen würde. Und das hier ist auch ein Schwarzork auch noch. Ist nicht so schön. Wir versuchen es aber einfach mal. Wir laufen. Und auf die 2 plus machen wir ein Go for it. Und natürlich würfeln wir die 1. Auweia. Natürlich die 1. Zug 7. Noch 2 Züge für den Gegner, bis er einen Touchdown machen kann. Ich hoffe, das können wir verhindern. Wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler auf dem Feld. Das ist nicht viel. Von 11. Ah, gut. He's got the ball. It's always embarrassing when they fumble that bit. Das ist in der Tat richtig. So, hier wird der Umbran getackelt. Aua, aua, das tut gleich weh. Und Umbran ist verletzt. Oh Gott. Eine leichte Verletzung führt jeden folgenden Verletzungswurf, der gegen den Spieler gewirkt, ein 1 hinzu. Okay, der wird ziemlich schnell wahrscheinlich down gehen. Oh weia. Tja, jetzt hätte ein Apotheker Wunder gewirkt, haben wir aber leider nicht. Der arme Umbreon. So. Hier steht ein Schwarzorg, das ist nicht gut. Wir stehen erstmal wieder hier auf. So. Wir machen mal hier jetzt einen Block mal mit unserem Chaoskrieger. Den haben wir noch gar nicht geblockt in diesem Spiel. Der Frank haut jetzt hier einfach mal. Ja, und schiebt. So, einmal nach da schieben und stehen bleiben, damit du mal frei bist. Sehr gut. So, und jetzt den Risky, das Risky-Manöver. Wir versuchen den Ballträger, den Ball wieder abzuluxen, auf die 3 plus ausweichen. Und dann hier einmal den Doppel-Tackle. Ja, und natürlich schaffen wir die 3 plus Wurf nicht. Wir haben echt Pech in diesem Spiel, glaube ich. Sehr, sehr viele Verletzte und K.O.s und wir schaffen relativ einfache Würfelwürfe nicht. Trotz unserer 4 Wiederholungswürfe, die wir haben. Ja, kein guter Start in die Liga. Aber noch... ja gut, die müssen halt alle wieder aufstehen, die wir in unserer K.O.-Box haben. Sonst wird es in der zweiten Halbzeit mit unseren 5 Leuten, die wir noch auf dem Spielfeld haben, auch kompliziert. Das wird nicht gut. Oh nein. 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 Keine Verletzung. Gott sei Dank. Puh. This player likes to be well assisted in a fight. Also bei Verletzungswürfen ist auch, je höher man würfelt, desto schlimmer. Deswegen ist das beim Umgang auch gerade ein bisschen blöd, weil wenn der denn dann mal einen Verletzungswurf gegen sich kriegt, dann wird er mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wirklich wieder schwer verletzt. So, unser letzter Zug. Wir versuchen hier nochmal den Schwarzorg hier aus dem Spiel zu nehmen. Das Aufstehen kümmert mich jetzt so erstmal gar nicht mehr. Den Ball kriegen wir eh nicht mehr. So, und irgendwie irgendein Feld, zack. Und es haut immer weg. Ah, leider nicht. Die Schwarzorks sind zu gut gerüstet. So, hier stehen wir auf. Na, aufstehen. Und werden versuchen, den Schwarzorg jetzt nochmal aus dem Spiel zu kicken. Komm, hau ihn doch einmal in die K.O.-Box. Und, na, Spannung, folgen. Na. Zug beenden. Und Halbzeit. So, und jetzt drückt die Daumen, dass unsere Leute, die K.O. sind, alle wieder aufstehen, weil sonst haben wir echt mit 5 Leuten gegen 11 ein Problem. Naja, Umbrin ist verletzt. Ah, okay, 3 stehen von den 5 wieder auf. Und jetzt von ihm, nein, nein, nicht aufstehen, nicht aufstehen. Puh, sehr gut.
Wakey. One team's got some early knockouts back. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler gegen 2, 4, 6, 8, 9. 8 gegen 9, das geht noch so. So, wir kriegen den Ball. Das heißt, wir dürfen auch zuerst prügeln. Der Gegner spielt ziemlich aggressiv hier, finde ich. Das heißt, wir stellen hier mal einen Chaoskrieger an die Seite. Ist das ein Schwarzorg hier? Das ist ein Schwarzorg. Engai mal daneben. So, wir brauchen drei vorne. Das sind auch alles Schwarzorks, ne? Sieht nicht so geil aus. Hier einen hin. Den Cartman hier hin. Der Mischka hier hin. So, dann haben wir unsere drei erfüllt, die wir eigentlich haben sollten. So, der hin, dem Koriminus. So, und Backfisch und Abero können wir eigentlich nach vorne tun. So, und die beiden werden jetzt versuchen, hier den Ball irgendwie zu kriegen. Ich könnte auch, komm, ich muss auf Risiko gehen, weil wir weniger Spieler haben. Ich spiele einen Backfisch in die Mitte. Und Koriminus nochmal weiter nach vorne. Und ihn einmal nach links. So. Okay. Und versuchen jetzt, drückt uns die Daumen. Wir haben wieder 4 Wiederholungswürfe in dieser Halbzeit. Der Ball. Die Blue Decimators bekommen in dieser Halbzeit einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Das ist eine schlechte Nachricht. Oh ja. Now that was a weapon of mass reconstruction. Ah gut, der Ball landet in der Nähe von Backfisch. Das ist schon mal gut. Alles klar, möge das Prügeln beginnen. Wir fangen mit diesem Schwarzorg hier an. Den prügeln wir jetzt in die K.O.-Box. Natürlich erstmal nicht. Beide zu Boden ist ein ganz schlechtes Ergebnis für den ersten Block. Wir schieben ihn. Haben auch schon einen Wiederholungswurf direkt mal versaut. Wir bleiben stehen. So. Dann hauen wir diesen Schwarzorg. Ja, komm, der muss aber jetzt hier dran glauben. Frank, ich glaube an dich. Folgen. Nee. Schade. Okay. Dann der gute Beru. Ein Blitz gegen diesen Blitzer von den Orks. Ein Rottruck. Sehr schön, du haust ihn einmal hier nicht nach da. Ah. Wir folgen. Okay. Dann gehen wir zumindest mit dem Enger jetzt dahin. So, wenn er sich jetzt traut, mit dem aufzustehen, dann werde ich da in der nächsten Runde hier ordentlich Aua machen können. So, wir stellen uns mit dem Koriminus nach hier. So, dann einmal nach hier. So, und jetzt Backfisch auf die 3+. Du wirst es doch wohl schaffen, mit 67% Chance diesen Ball aufzuheben. Jawoll. Puh, wir hatten nämlich unseren Reroll für diese Runde ja schon benutzt. Wir können jetzt mal versuchen zu passen, aber das ist mir zu risky. Stattdessen werden wir auf die 3+ mit dem Cartman ausweichen. Und uns versuchen hier nochmal besser zu platzieren, um den Ballträger zu schützen. Sehr gut, der Cartman ist ausgewichen, agil wie er ist. Zu beenden. So, wir haben jetzt hier gut Tackle-Zonen um den Ball. Da müssen sich die Orks jetzt erstmal durchprügeln. Der arme Samu gegen den Troll. Das ist natürlich auch kein guter Stand. Der Schwarzorg steht wieder auf. Oh, er traut sich mit dem aufzustehen. Das ist interessant. Da kommt der Blitz gegen Samur und er geht zu Boden. Oh, in die Mitte. Jetzt könnte er natürlich mit dem letzten Spieler noch faulen. Ich hoffe nicht, dass er das macht. Nee, macht er nicht. Faulen kann man eigentlich, kann man einen Spieler, der am Boden liegt, nochmal treten und einen Rüstungsverletzungswurf durchführen. Ich glaube sogar einen direkten Verletzungswurf. Aber wenn man Pasch würfelt bei dem Verletzungswurf,
und auch was passiert ist, dann stellt einen der Schiedsrichter vom Platz. So, aber wir nutzen die Chance, hier einen Ork in die Zuschauermenge reinzupuschen. Wir bleiben natürlich stehen. So, das bedeutet, dass der jetzt für den Rest jetzt nicht mehr hier auf dem Spielfeld ist, der kommt auch nicht mehr zurück. Es sei denn halt, es wird einen neuen Anstoß. So, der Mischka unterstützt mal den Frank gegen den Schwarzorg. Sehr gut, schick ihn zu Boden, Frank, und bitte diesmal aus dem Spiel, das wäre super. Folgen. Ach, schade. So, dann mit dem Ballträger einfach mal nach vorne. Ding, 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 ding. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, the last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. So, aber gut, der steht trotzdem hier am Rand relativ sicher, weil der Gegner erstmal durch die Tackle-Zone durch muss. So, ja, hier, der arme Samur, aber gut, ihm können wir nicht helfen. Wir wollen einen Touchdown erzielen. So. Ich glaube, ich stehe trotzdem auf mit dem Samur. Das heißt, die können sich alle nicht bewegen dann, außer sie hauen ihn erstmal um. Und gut, sie werden das ohne Probleme schaffen, aber der ist auch ganz gut gerüstet. Der kriegt das hin, der Samur. They're gathering around that lone player. Like halflings round a sandwich. Der Bob sagt's. So. Ja, sie bleiben dabei, ihn zu zingeln. Irgendwie scheint das irgendwie so der Hassgegner der Orks zu sein. Aber gut, jetzt gehen die Ersten auf den Ball. Aber die Orks sind halt auch nicht die Schnellsten. Gut, wir sind genauso schnell wie um unsere. Aber wir haben halt schon einen Turn Vorsprung. Ja, der Troll hat es auch geschafft. So, unser Zug. Das Erste, was wir machen, wir sichern erstmal den Ballträger. Und bringen ihn nach hier vorne. That's a dangerous place to be. Ja, da einen hin. Und hier einen hin. So. Und dann bringen wir noch einen nach hier. So. Und mit ihm, mit dem Cartman, machen wir einen Blitz gegen den hier, weil der am nächsten steht und mehr, am meisten Druck verursacht. So, wir schieben leider nur. Und Wiederholungswurf setze ich jetzt hierfür nicht ein. Wir folgen. What can you do against a full speed horned opponent? So, das heißt, der muss jetzt erstmal raus. Die Schwarzorks kommen eh nur mit einem Go for it zu dem und müssen mit ihrer schlechten Agilität da durch. Der Troll hat eh ein Problem, weil er steht in keiner Tackle-Zone und ist wahrscheinlich dann saublöd nachher. Samur, aufstehen! Du hast bis jetzt gute Dienste geleistet. Und hier werden wir einen Einser-Block mit dem Frank gegen den Schwarzorg versuchen. Wir schicken ihn einen Feld zurück. So, bleiben dann aber stehen diesmal. Schwarzorg kann sich dadurch frei bewegen, aber das ist mir momentan egal. So, und einen 3-plus-Ausweichen-Wurf mit dem Mischka. Den würde ich gerne nämlich nach hier haben. Das schafft er, der Mischka. Super. Okay, gute Verteidigung gegen den Ball. Der Touchdown sieht gut aus. Und wir nun dazu. Jetzt bin ich gespannt. So, der Schwarzorg wieder neben den Frank. Der nächste Schwarzorg. Ja, der Blitzer wird jetzt hier den... Wer ist das hier? Den Cartman wahrscheinlich wegprügeln wollen. Der Troll. Er schafft seinen 4-Plus-Wurf, verdammt. This is going to be decisive.
Samo wird wieder gehauen. Das kennt er ja schon. Aber der die Rüstung hält. Unity is strength. Na. Nein, Cartman ist auch verletzt. Au, 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 au. Verpasst das nächste Match. Oh Gott. Nein. Ja gut, ist nicht so schlimm wie das, was Umbrian passiert ist. Armer Cartman. Und das nur, weil ich zu geizig war, einen Apotheker zu kaufen. Ne? So. Das ist jetzt hier schon ziemlich krasser Druck, der hier auf uns lastet. Das heißt, wir machen den sicheren Touchdown. Und führen. Yay! Schauen wir uns die hübschen Cheerleader an. Müssen wir gleich mal gucken, wie motiviert die gucken. Ah, konnte man diesmal gar nicht sehen. Zwei Verletzte bei uns, das ist böse. Und die beiden, die in K.O. sind, bleiben auch. Ist nicht so schön, nicht so... Nein, nein, nein. Der K.O. beim Ork bleibt leider auch. Was heißt leider? Gott sei Dank auch. Aber wir haben jetzt noch einen Spieler weniger als die Orks. So, ja. Okay, wir haben nur noch 7 Spieler. Das wird jetzt hart, den Gegner von einem Touchdown abzuhalten. Er hat noch 5 Züge. Aber vielleicht kriegen wir ein Unentschieden zumindest hin. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück. Wir versuchen mal den Ball ein bisschen weiter weg. Ich hoffe mal nicht, dass er da nach außen, also wenn er nach aus dem Feld raus titscht, haben wir das Problem, dass er den Ball einfach irgendjemanden geben kann. Ich kicke den Ball mal da. Bam. Am Ende des Durchgangs wirf ein W6 für jeden Spieler auf dem Platz. Bei einer 1 bricht der Spieler zusammen, kann beim nächsten Anschluss nicht platziert werden. Oh Gott, nein, drückende Hitze. Ich hoffe, das trifft keinen bei uns und ganz viele beim Gegner. Ah, das ist am Ende des Durchgangs erst. Also es gibt dann auch verschiedene Wetterkonditionen. Es gibt dann auch Regen, dann kann man den Ball schlechter auffangen und so ein Zeug. All Schnee, da rutscht man aus bei Go4Rates und so. Das ist ganz cool gemacht. Bitte nicht aufheben, nicht aufheben. Ah, schade. Es läuft nicht, es läuft nicht. Blitz. Perfekt. Sehr gut, sehr gut. Hat er überhaupt noch Wiederholungs... Der hat noch 3 Wiederholungs... Warum hat er keinen Wiederholungswurf genommen? Gut. Strange. Hier hauen wir mal den Blitzer, der hier versucht durchzubrechen. Schieben ihn nach da und bleiben aber stehen. Yeah. So, ein bisschen Druck auf den Ball kann nicht schaden. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das. So, hier haben wir einen 1er-Block gegen den Blitzer. Auch den schicken wir zu Boden und rücken auch nach, damit wir den Schwarzorken ein bisschen einfangen hier. Chaoskrieger. So, von dieser Seite ein bisschen Druck auf den Ball. Und dann holen wir den Schwarzorg, glaube ich, auch noch von den Füßen. Oder den Schwarzorg. Ja, den kriegen wir nicht mit einem positiven Block hin. Das heißt, wir werden den Schwarzorg hier blitzen. Und zu Boden schicken. Wir bleiben. So, wo gehen wir hin? Wir ziehen den wieder ein bisschen zurück, weil ich Leute gern zum Abfangen jetzt noch hier brauche. So, du machst nichts. Puh.
Noch 4 Züge müssen wir überleben. Momentan sind wir in Überleben-Modus. Das ist eine schlechte Sache für DDS fürs erste Spiel. Wir haben 2 Schwerverletzte. Nicht gut. So, er wird nur geschoben, das ist gut. So, das sieht ganz böse aus hier. Der Ballträger läuft sogar in Richtung von unserem Tiermensch. Nice, nice. Der Bero wird leider getackelt. Zu Boden geschickt. Und ist gelähmt. Hoffentlich passiert das nicht auch unserem Chaoskrieger hier. Der gute Samur ist nicht gelähmt. Der hat ja in diesem Spiel schon was einstecken müssen, meine Güte. So. Druck auf den Ballführenden mit einem Go for it. Haben wir geschafft. Perfekt. So, dann der Engai unterstützt hier, damit wir den Blitzer hier einmal umboxen. Ah, wir schieben ihn zurück. Dahin. Und folgen. So, und wir versuchen jetzt den Ball mal zu holen, indem wir hier auf die 3 plus ausweichen und dann einen Tackle machen. Wir haben noch Wiederholungswürfe, um das Ausweichen zu schaffen. Sehr schön. Perfekt. Perfekt. Er wird den Ball verlieren. Yeah. Sehr schön. Wo ist der Ball? Nein, wir wollen den jetzt da nicht fangen. Okay, er ist sogar gelähmt. Das ist perfekt. So, der Mischka läuft dann hier und hebt ihn mal auf. Perfekt. So. Leider haben wir niemanden mehr. Wie weit kommt der? Der kommt auf jeden Fall an uns dran. Wir haben den Ball. Mit ein bisschen Glück. Der kommt auf jeden Fall an ihn dran. Der Troll geht nach hier. Da ist der Blitz. Also ein Einser-Blitz. Komm, komm, böse, schlechte, schlechte. Ja, schieben ist gut. So, dem passiert diese Runde nichts mehr. Das heißt, ein Touchdown ist in Sicht. Ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Das hätte ich nicht wirklich gehalten. Aber die Orks spielen auch nicht sonderlich intelligent, muss ich sagen gerade. Kuriminus ist gelähmt. Aua, aua. Frank wird geschubst. Samur kriegt wieder einen übergebraten. Ja, bei der Auswahl an Teams, die hier in Blood Bowl 2 vertreten sind, ist es natürlich mit einem Chaos-Team dann doch im Endeffekt nicht mehr so einfach zu spielen. Weil es schon sehr, sehr viele Prügelteams hier zu geben scheint. Und wenig Agilitätsteams. So, wir stehen erstmal wieder auf. Aufstehen. So. Dann hauen wir diesen Blitzer. Na komm, hau ihn. Sehr schön. At the same time. Folgen. Well done. He helped the ball carry. Jawohl. I thought we might have one of those horrible games. Der Spieler ist tot und wird dauerhaft aus dem Kader entfernt. Perfekt. Perfekt. Und das heißt auch, Backfisch hat hier Punkte bekommen. 2 Stück. Das heißt, wir könnten ihr jetzt den Ball geben. Ah ne, sie ist, hat ja gerade geblockt. Dann machen wir jetzt mit Mischka den Touchdown. Oder machen wir das jetzt? Ja, dann gewinnen wir das Spiel auf jeden Fall. Komm, wir machen das Ding. Wir machen den Touchdown.
Any advice, Bob, for the side that's down 2 touchdowns? Make out your will and check your insurance policies. Yeah. Keep away from the fans, because they're not gonna be happy. So, jetzt kommt, glaube ich, die Animation vom Cheerleader, wo man ihr ansieht, dass sie da super spielbar Spaß dran hat hier. Guck dir mal ins Gesicht. Ich bin ein fröhlicher Cheerleader. Ja, gut, einer von unseren K.O.-Leuten läuft, kommt wieder. Und die Orks nicht, sehr gut. Jetzt, die Hitze muss jetzt bei den Orks wüten. So, Bero ist wieder im Team. So. Gleiche Aufstellung wie eben. So. Und diesmal kicken wir den Ball nach da. Die Blue Decimators bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Das ist nicht gut. Und der Ball landet außen. Und er bekommt den Ball ziemlich weit vorne. Leider hat die Hitze auch nicht gewütet. Aber so gut bei uns nicht und beim Gegner auch nicht. Läuft. Obwohl doch hier, Grofrak ist von der Hitze betroffen. Bei uns? Bei uns auch eine. Backfisch ist von der Hitze betroffen. Okay. Ein Grofrak auch. Oder? Ja. Du wirst in 2 Runden, jetzt erst recht nicht mehr, den Touchdown nicht machen, glaube ich. Also nur mit sehr viel Glück wird er das schaffen. Das Gute ist, die Orks haben fast alle Spieler verloren, die halbwegs mit dem Ball umgehen können. Die ganzen Schwarzorks stehen zwar noch, aber die können den Ball ja kaum aufheben. Mit ihrer schlechten Geschicklichkeit. There's nothing better than hitting someone smaller than you, Jim. It reminds me of the famous story of Nurgling and the Great Unclean. But this time, no miracles. So, aufstehen, Leute, aufstehen. So, aufstehen. So, du läufst ein bisschen ins Backfield. Na, komm her. Ach, das ist der Koali, glaube ich, ne? Yeah, ist wieder im Spiel. So, und der Mischka wird hier nochmal einen Blitz gegen den Ballträger machen. So, und natürlich bleiben wir, damit wir nicht in die Tackle-Zone von dem reingehen. Yes! Mischka. 2 Starspielerpunkte extra. Ja, so im Late Game läuft's. So. Es ist unser letzter Zug, nicht wahr? Das heißt, einen Touchdown werden wir nicht mehr schaffen. Wir versuchen dann noch hier mit dem Samu einen Pass zu werfen. Jetzt, pass auf. Wir haben noch Wiederholungswürfe. Der Samu muss erstmal ausweichen, den Ball aufheben und dann passen. Das ist unwahrscheinlich, aber komm. Ja, das Ausweichen schafft er schon nicht. Wiederholungswurf. Komm. Und ja, sehr gut. Aufheben. Schafft er nicht. Schade. Aber wir haben das Spiel gewonnen. Und wir kriegen auch keinen gegnerischen Touchdown. 33% aufheben. Er schafft das sogar. Okay, mit Wiederholungswurf, aber... Wir schaffen einen 67% Ausweichen nicht. Ne. Können ja mal die Mathe-Genies von das ausrechnen. Was ist 33% wiederholbar? Ist es besser als ein 67% nicht wiederholbar? Frank ist gelähmt. Ist aber jetzt so relativ egal. Solange sich keiner mehr verletzt, ist alles in Ordnung. We can always count on Black Orcs to inflict damage on the opposing team. Und after that match, I need to change my undergarment. Puh.
Das war hart. Ja, aber wir haben gewonnen, 2:0. Und oft drückt mal die Daumen, dass wir viel Geld einnehmen. So, Coach-Belohnung. Wir haben XP gesammelt. Nein, das ist ein Coach Stufe 3. Okay. Das ist auch neu. Goldbelohnung. Wir haben 4000. Wiederholen oder nicht wiederholen? Wiederholen das mal. Obwohl, für 50.000 kriegen wir genau den Apotheker. Und ich will dich nicht riskieren, das nicht zu machen. Okay, wir nehmen das. Wir kriegen einen neuen Fanfaktor. Das heißt, wir haben jetzt genau einen Fan. Haha. Enough of Jockstrap, Jim. We have a new ranking player. Du hast Stufe 3 erreicht. Okay. Das wissen wir ja schon. So. Mischka und Backfisch haben die meisten Starspielerpunkte eingeheimst. Umbrön und der Cartman ist anscheinend Spieler des Spiels geworden. Okay. Statistik. Eigene K.O.s, eigene Todesfälle. Wir waren hier die Aktiveren im Spiel, das muss man ja sagen. Ne? So, hier Cartman, Spieler des Spiels. Wiederholung können wir jetzt uns ansehen, wollen wir aber nicht. So. Und die nächste Partie würde gegen wieder ein Ork-Team sein. Aua, aua, aua. Ich weiß ja nicht. Es geht dann in der nächsten Folge gegen die Bloody Raiders. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.